Ei. Oh la la. Der Backcheck-Talk mit dem Sven Helferstein, mit dem Thomas Walser. Heute nach einem interessanten Eishockey-Abend. Und wir haben ja etwas gemeinsam, wir drei. Also vielleicht wir zwei am ehesten noch, ich weiß nicht, ob der Sven auch noch. Wir sind ja doch alles ein bisschen Hockey-Romantiker, oder? Es ist gut, dass du mich ausgeschlossen hast. Eben, gell? Du bist ja der knallharte Businessman. Analytiker, würde ich jetzt Analytiker sagen. Vor allem mit dem Jackett, den er dem Grossvater gestohlen hat. Hast du eine Socke dabei? Kennst du Golf? Ja. Weißt du, wenn du Leader bist und das grüne Jacke über, kennst du, oder? Mit dem Lumpli da, das ist das Einzige, was vom Grossvater ist. Es geht heute aber nicht um Golf und es geht eben doch ein bisschen um Hockey-Romantik. Jetzt, Hockey-Romantik ist auch wieder, oder Sportromantik, dann auch wieder ein weiter Begriff. Den kann man in vielen Sachen anwenden, aber wenn wir es haben von... Ja, vielleicht Clubs, die in Regionen daheim sind, wo es ja, nicht grosse Städte sind, wo es vielleicht eher ein Dorf ist, eine Region ist, die abhängig ist von der Region. Da haben wir drei Clubs, wenn wir jetzt mal uns auf diese drei Clubs konzentrieren, nämlich Aschua, Langnau und die SCL Tigers. Wenn wir davon so ein bisschen rausnehmen, wo ja, saisonbedingt dann doch einmal auch schon fast eine Grossstadt ist, und mit auch mit dem Grosanlass, mit dem Spengler Cup auch andere Möglichkeiten hat. Also ihr seht, es geht ein bisschen um die Diskussion, wie schwierig ist es für Dorfclubs in der National League im Jahr 2022 und ist es eben Zufall oder ist es eben doch Logik, dass genau die drei, die ich jetzt vorher gesagt habe, das unterste sind in der Tabelle? Ja, ist ein mega interessantes Thema ich finde, man muss jeden Club individuell anschauen. Also wenn wir jetzt auch schon annehmen, glaube ich, sie sind mit Abstand am weitesten weg für den Moment. Das ist einfach nur der Fakt, dass sie halt auch noch aufgestiegen sind, also nur schon mal das. Genau, und dann ist sicher bei den kleineren Clubs, jetzt gerade wenn wir über Ambri oder Langnau reden, ist meine persönliche Meinung, ist es halt schon immer so, dass wirklich alles muss zusammenpassen, dass es sportlich einigermaßen funktioniert. Also das heisst, du brauchst einen guten Goalie, du brauchst eine Schweizer Basis oder einen Stamm und du brauchst vor allem gute Ausländer. Und das ist jetzt eigentlich, wenn wir jetzt Ambri und Langnau vergleichen, sehr speziell. Also ich habe das Gefühl, Ambri hat sehr gute Schweizer Transfers können machen. Sie haben eine neue Halle bekommen, sie sind auf der Goalie-Position grundsätzlich gut besetzt gewesen, haben aber ein bisschen Pech gehabt. Und dafür haben die Ausländer nicht wirklich richtig performt. Was in Langnau wieder umgekehrt war, ich finde, Langnau hat seit langem wahrscheinlich die vier besten Ausländer gehabt für das Team. Dafür haben die Schweizer nicht performt. Die Goalie-Situation war auch nicht ganz einfach gewesen, mit dem Bunnenhofs, mit dem Meier etc. Also ich habe das Gefühl, zum sportlich einigermaßen dabei zu bleiben, ist nur das schon mal extrem wichtig. Aber das ist vielleicht genau der Punkt, du jetzt, es ist ganz interessant. Warum ist das so? Das ist ja genau so, weil sie eben das Budget nicht haben für gute Schweizer und gute Ausländer. Das heisst, irgendwo musst du dann entscheiden, wo willst du hin, oder? Oder ein bisschen ein Teufelskreis schlussendlich fast. Es ist ein Teufelskreis. Es ist fantastisch, fantastische Wortwahl. Nein. Ja, das ist so. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass bei einem kleineren Club, wo ich beispielsweise aber auch Rapperswil dazu erzähle, jetzt ausgenommen von dieser Saison, wo sie so erfolgreich sind, ist es, glaube ich, bei den kleinen Clubs noch viel wichtiger, dass wirklich im Nachwuchs eine sensationelle Arbeit gemacht wird. Und eben auch schon, weil wir jetzt weg, aber jetzt beispielsweise Ambri hat es das ja geschafft, in die U17 Elite aufzusteigen. Langnau ist U17 Elite und auch U20 Elite. Das ist extrem wichtig. Ich glaube, ist auch super für Langnau in dem Moment, dass sie jetzt das Jahr bekommen haben für die neue Trainingshalle. Wo sie wahrscheinlich da aber erst in 7-8 Jahren eigentlich die Früchte können ernten. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich eine Katastrophe, dass jetzt eben Langnau auf der U17-Stufe irgendwo 2007 aus der ganzen Schweiz muss zusammenkaufen. Zeigt aber, wenn sonst wahrscheinlich zu wenig aus dem eigenen Nachwuchs kommt, um eben integrieren in die erste Mannschaft und man vielleicht das Budget, das Sven gesagt hat, nicht hat, dass man vielleicht irgendwo durch, vielleicht nicht gerade mit 9, aber gezwungen wird, dass man eben relativ früh schon die Spieler rekrutiert. Eben, nochmal, ist ganz eine schwierige, aber auch ganz eine interessante Diskussion. Ich frage dich noch schnell, Sven, bevor wir unseren Telefongast noch schnell reinnehmen, Zufall oder Logik, dass die drei
Ja, ich bin kein Romantiker. Ich sage Logik, oder? Es ist klar, wenn du, ich sage mal, am Ende des Tages, du kannst eine Saison, zwei, kannst du mal, sage mal, vielleicht oben schnuppern, aber auf die Länge ist es einfach so, was einfach der finanzielle Aspekt einfach enorm drin spielt, oder, in dieser ganzen Geschichte. Und wenn du halt einfach, sage mal, wenig Zuschauer hast, wo am Match kommen, wo dementsprechend logischerweise auch weniger konsumieren, oder? Obwohl vielleicht im Arsch ein oder andere Wein mehr getrunken wird als irgendwo an einem anderen Ort. Das fällt irgendwann halt einfach enorm in die Waagschale rein. Was einfach, du hast dementsprechend auch nicht die Möglichkeiten, zum Topspieler, ich sage mal, voran zu behalten. Du hast als Möglichkeit, wie ein Langnau, zum jungen Spieler holen oder jetzt vielleicht auch ein Rappi holen. Aber die Frage ist ja dann, okay, du kannst nicht jedes Jahr holen. Irgendwann musst du es können heben. Und wenn einer natürlich sehr gut ist, dann ist er gefragt wieder auf dem Markt. Das hat andere Clubs, größere Clubs, mit vielleicht mehr Geld, finanziellen Möglichkeiten, die dann die Spieler holen. Und du fängst wieder von neuem an. Das heisst, du kommst gar nicht dort an, was du effektiv kannst ernten. Mhm. Oder? Du bist eigentlich nur immer am Mähen. Oder? Und das macht es nicht ganz einfach. Oder? Und tut dann sicher auch eben, sagt oder andere mal die Frage aufbringen, macht es Sinn, was wenn man als kleiner Club oder ganz kleiner Club, jetzt vielleicht wie es auch schon ist, überhaupt in der höchsten Liga oben spielt, oder? Kurzfristig eine super Geschichte, viel Euphorie, aber auf die Länge, habe ich das Gefühl, ist es sehr, sehr schwierig, oder? Wenn nicht gewisse Eckpfeiler wirklich können angepasst werden können, wie ein Stadion oder weiss ich was. Und wenn dann die Region halt wirklich nicht viel gibt, ja, dann ist es natürlich auch für gewisse Spieler nicht interessant, weil irgendwann haben sie eine Familie und wollen vielleicht auch nicht mehr nur für sich selber schauen, sondern müssen auch schauen, was das Umfeld irgendwo durch. Ja, aber nur noch ganz schnell, weil ich nicht ganz einverstanden bin. Oder? Ich meine, Langnau und Ambri haben eigentlich das Publikum, das kommt schauen. Ja. Oder? Also das muss man fairerweise sagen. Die ganze Region und Ambri natürlich schon auch noch, wenn das der grosse Tunnel nicht wäre. Ja, das absolut. Ist auch noch anders ausgesehen. Also dort ist natürlich schon auch noch mal. Absolut. Und ich finde, man muss einen anderen Aspekt auch einmal mehr einfach noch mal ins Auge fassen. Und das ist das, was Sven jetzt nicht gern gehört, aber es sind Spielerlöhne. Oder ich meine, wie bei allen Clubs wird es so sein, egal wie groß das Budget ist, dass der Personalaufwand irgendwo bei 80-85% ist. Und das ist brutal. Und ist brutal für einen kleinen Verein, wenn er eben immer wieder einen guten Spieler verliert, den er eben nicht heben kann und eigentlich unten immer produzieren soll. Und dann weiss er, er ist vielleicht zwei Jahre da und dann ist er eh weg. Darum ist für mich schon ein Meilenstein jetzt in Ambri, dass man einen Dominik Zwerger hat können heben. Und ich glaube, das sagt Sven dann wieder richtig, oder? Das ist schon wichtig, auch mit dieser ganzen Integration, dass du zwischendurch vielleicht einfach ein bisschen mehr Geld musst ausgeben, dass eben ein Bestehender kannst heben und dass nicht immer wieder jedes Jahr drei oder vier gute Jungen aus dem Ärmel zaubern, weil das ist dann auch nicht so einfach. Wir sind schon mitten in dieser Diskussion, wo es jetzt ein bisschen in die Richtung gegangen ist, von der Kaderzusammenstellung auch, oder von der Kaderplanung oder von der längfristigen Planung auch, vor allem sportlich. Aber es hat natürlich noch ganz viele andere Aspekte. Wenn wir die ganze Diskussion noch mal ein bisschen öffnen und eben auch ein bisschen erweitern, noch, dann begrüße ich recht herzlich den Dino Kessler, der Eishockey-Journalist von Blick, der uns live zugeschaltet ist per Telefon. Guten Abend, Dino. Guten Abend miteinander. Ciao, Dino. Guten Abend, Dino. Du hast das Match heute Abend auch mitverfolgt, du hast die Diskussion bis jetzt auch schon mitverfolgt. Und ich frage auch dich gerade schnell, inwiefern hast du das Gefühl, ist es Zufall oder hat es eine gewisse Logik, dass die drei Teams, Aschua, Langnau, Ambri, aktuell im unteren Bereich sind von der Tabelle? Ja, ich glaube, Zufall ist es sicher nicht. Es hat eine gewisse Logik und wenn ihr vorher schon gesagt habt, Aschua kann man vielleicht ein bisschen ausklammern, weil es noch ein spezieller Fall ist. Vorher hat Dominik Zwerger angesprochen, das ist vielleicht auch ein Hockey-Romantiker, der auf ein bisschen Geld verzichtet und den Mythos Ambri genüsst, weil ihm das vielleicht wichtiger ist als etwas anderes. Aber grundsätzlich ist der Schlüssel dazu, glaube ich, schon im finanziellen Bereich zu suchen, weil die Clubs in den urbanen Zentren einfach viel mehr Geld zur Verfügung haben. Zuschauer, ein Haufen in Langnau, ein Haufen in Ambri. Aber der SCB hat ja auch einen Haufen Zuschauer auf einem ganz anderen Niveau und muss gleich noch drin finanzieren. Also das Businessmodell, Gastronomie, muss dann könnte die Ausgaben decken oder nicht decken, sondern zusätzlich finanzieren, um mitheben. Also wir diskutieren ja immer wieder über die hohen Spielerlöhne. Das sind Spieler nicht für verantwortlich, die nehmen, was kriegen, das ist absolut verständlich. Ich bin nicht nur ein Hockey-Romantik, sondern auch ein bisschen ein Sozialromantik. Und ich würde mir
einfach von der Liga aus ein bisschen einen anderen Ausgleich wünschen oder überhaupt einen Ausgleich, dass man den Schwächeren eben ein bisschen mehr gibt. Aber ich weiss auch gleichzeitig, dass das eine absolute Illusion ist, weil das ist einfach nicht hip. Man nimmt das, was man kriegen kann, weil man es natürlich selber auch wieder in die Löhne investieren will. Gleichzeitig muss man auch sagen, die Liga ist ja erfolgreich eigentlich, unterhaltsam. Mhm. Und sie lebt auch davon, dass man eben kleine hat und grosse. Nur sollte das irgendwo schon so sein, dass ein Ambri oder ein Langnau, wo dann auch nicht immer, aber oft einen guten Job machen, eben auch öfters mal in den Playoffs auftauchen und nicht nur anekdotisch mal jedes Schaltjahr. Genau, das ist eben auch noch spannend, oder? Wir hatten gerade auch in jüngster Vergangenheit die Playoff-Teilnahme noch teilweise gehabt. Mal war es eine Ambri wieder, dann war es wieder einmal Langnau. Und das hat man dann auch gemerkt, eben, das, was der Dino jetzt auch gerade angesprochen hat. Jetzt ist es einfach auch gerade noch mal deutlicher, weil man auch sieht, aktuell kann niemand absteigen seit zwei Jahren. Ja, und ich glaube, gerade die Mannschaft, jetzt wie Langnau, ist natürlich vor allem Corona. Corona hat Langnau recht zugesetzt, oder? Man hat dann wirklich eigentlich gesagt, oh, du, jetzt schauen wir auch, was wir finanziell irgendwie durchkommen. Und das hat natürlich den Gap dann nochmal um einiges vergrößert, oder? Und darum sieht man auch, die sind beide Mann, also auch schon, wo aufgestiegen ist. Mhm. Ist klar, dass die noch nicht kompetitiv sind. Und Langnau, die sind jetzt einfach im Sparmodus gewesen, oder? Aber nächstes Jahr könnte ich nicht vom Sparmodus weiterfahren, oder? Dort muss jetzt etwas gehen, man muss probieren, etwas reissen, weil sonst ist man dann plötzlich komplett im Seich, oder? Der Unterschied zwischen Langnau und Ambri finde ich noch interessant. Oder die unterschiedlichen Ausgangslagen, die sie mitbringen. Und bei Ambri, wo man immer wieder sagt, der Mythos, von dem leben sie natürlich schon auch. Es gibt diverse Fans in der ganzen Schweiz von Ambri. Das ist eben auch noch mal etwas anderes. Von Langnau gibt es es auch, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß. Ist dort Ambri ein bisschen im Vorteil? Durch Geschichte, Ich finde es so schwierig zu sagen. Also, Zentralschweiz. Ich glaube, wichtig ist sicher jetzt für Ambri das neue Stadion, wo einfach auch zusätzliche Möglichkeiten gibt, eben beispielsweise Hospitality auch mit dem Sponsoring etc. Langnau hat zwar eigentlich auch aufgefrischt. Also, ich glaube, es sind beides Clubs, die extrem viel Fans, eine grosse Fangemeinschaft haben, wo auch eine riesige Solidarität ist. Also nichtsdestotrotz ist es ja oftmals auch so gewesen, dass die Fans am Schluss endlich dann die waren, die mitgeholfen haben, dass die Clubs können überleben. Und ich glaube, auch viele Ähnlichkeiten, gerade bei einem kleineren Club, ist es natürlich auch wichtig, eben die Nähe zum Volk zu haben. Und das machen beide sehr, sehr gut. Ich glaube aber, das ist auch extrem wichtig. Ich habe selber in Langnau gespielt. Das hat man logischerweise nicht gern gesehen, wenn beispielsweise einer mit einer Zürcher Nummer das Geld abholen ist in Langnau und dann wieder heim ist, wenn er eben nicht dort gewohnt hat. Und ich glaube, das ist die Stärke von einem kleinen Club und das müssen wir unbedingt so weiterziehen. Und wie es der Dino gesagt hat, oder? Schön wäre, wenn es zwischendurch wirklich den extra Schritt könnte machen in die Playoff. Und ich finde es aber für Schweizer Eishockey eine riesige Bereicherung. Und als Spieler selber weiss man, also in Ambri früher und auch in Langnau war es immer extrem schwierig zum Spielen, weil du hast einfach gewusst, da steht eine Wand gegenüber, da sind alle euphorisch und es war laut und so. Also ich habe immer extrem gerne in diesen Stadien gespielt und darum bin ich der Meinung, dass es extrem wichtig ist, dass wir alles machen, vielleicht auch von Seite der Liga, wie es der Dino gesagt hat, dass man diesen Clubs Sorge hat. Ja, aber Dino, du hast es gerade angesprochen, dass man dort Hilfe bietet, dass man Sorge hat diesen Clubs. Wünschst du dir auf Seite verliegen? Was stellst du da konkret vielleicht auch vor? Ja gut, konkret, was kann man machen? Das wäre richtig Finanzausgleich, aber eben, wir haben ein Schweizer Partikularinteresse, das gepflegt werden, nicht Solidarität. Oder? Natürlich kann man das im Versteckten machen, wenn zum Beispiel einzelne Bulli-Kreise von der Liga insgesamt verkauft werden, wo dann alle gleich viel kriegen. Aber das sind Brosamen, oder? Wenn schon, müssen wir wieder Fernsehgelder so umverteilen, dass eben die Kleinen jeweils mehr kriegen. Aber das wird man nie herkriegen. Das ist eine Illusion. Das bleibt interessant, finde ich, noch Lugano und Ambri haben beide eigentlich ihre Derby-Rival in der Nähe, wo gleichzeitig Ausstrahlkraft hat. Und halt im Fall von Langnau noch einen Haufen Leute abzieht vielleicht. Und gleichzeitig hat Langnau immer noch einen Haufen Zuschauer. Also von den Emotionen her stimmt ja alles. Aber wenn Langnau irgendwie
dann irgendwie kein richtiger Rival mehr ist, weil der Fall klar ist, das ist jetzt in dem Jahr zumindest oder in letzter Zeit beim SCB nicht der Fall, zum Glück. Aber eben, wenn es so ist wie die Jahre vorher, wo der SCB Serienmeister ist und Langnau kaum eine Chance hat, zu den Playoffs zu kommen, nimmt das eben dort auch die Emotionen raus. Oder? Und es ist halt dort auch nicht mehr das heißblütige Derby im Tessin, wo Ambri eigentlich jederzeit immer eine Chance hat, weil dort alles auf den Kopf gestellt wird. Ist schwierig, wenn man sich in der Liga könnte darauf einigen, dass man den Finanzausgleich irgendwie herbringt, dass es für alle erträglich ist, also, dann wäre das sicher mal ein Vorteil für die kleinen Clubs. Ja. Man hat ja schon gesehen, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit oder respektive auch mit der Trennung vom Verband und der Liga, dass die Liga in der Wahrnehmung doch irgendwie näher zusammenrückt und dass man schaut aufeinander, indem das auch eben der Abstieg ausgesetzt worden ist, indem dass man eigentlich schon geliebäugelt hat mit einer geschlossenen Liga. Und dann kommt man so etwas natürlich schon noch eher näher, oder? Dass man sagt, okay, wir sind jetzt die National League, wir schauen, dass allen Clubs einigermaßen gut geht. Ja, ich glaube, jetzt hätte man das fast ein bisschen so machen müssen, oder? Was man ein bisschen in die Richtung gegangen ist, halt mit dem ganzen Corona, was dazugekommen ist. Und klar, ich verstehe irgendwo durch den Gedanken von der geschlossenen Liga, oder? Es macht ein bisschen ein ruhigeres Arbeiten. Auf der anderen Seite nimmt es natürlich auch gewisse Spannung weg, oder? Mhm. Und wenn es keine Spannung mehr rum ist, dann hat es keine Fans mehr. Das ist dann auch wieder ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Aber Langnau gerade beispielsweise lebt auch von dem Kämpfen gegen den Abstieg. Absolut, oder? Das haben auch Fans immer wieder gesagt, dass sie gehen auch wegen dem ins Stadion. Ja. Und wenn er das weggeht, oder? Das sind auch die negativen Emotionen, die es braucht. Ja, absolut. Aber ich glaube, wir haben in der Schweiz auch ein bisschen, zum Teil ein bisschen Gemütsgesellschaft in gewissen Sachen, habe ich das Gefühl. Ich meine, man kann immer sagen, ja, ich bin der Kleine, ich bin der, der nicht viel Geld hat. Oder man kann probieren, ein bisschen etwas zu machen, man kann probieren, cleverer zu arbeiten. Also, wenn ich jetzt das Beispiel das Jahr nehme, jetzt Rapperswil. Mhm. Also, die haben nicht wirklich viel mehr Geld als die anderen, aber es ist einfach wirklich clever geschafft worden und man hat nicht einmal einen eigenen Nachwuchs. Alle Jungen, die gekommen sind, sind externe. Und man sagt immer, ja, weißt du, wenn die eigenen unten raufkommen, ja, das finden die Zuschauer geil. Das ist die grösste Räuberpistole ever. Es interessiert kein Mensch auf der Tribüne, sage ich, ob der vom Thurgau kommt oder von Tessin oder vom Tessin kommt. Wenn der säckelt, wenn der Gas gibt, wenn das Spiel gut ist, wenn die Mannschaft gut spielt, ist die Hütte voll. Und ich glaube, das sieht man am besten jetzt in Rappi. Haben die irgendeinen eigenen? Die haben keinen eigenen. Aber die haben eine riesige Saison. Und ich glaube, ich merke das immer auch wieder, wenn ich mit Club rede, ja, wir nehmen den eigenen. Was ist das für eine Räuberpistole? Also, trotzdem, die Identifikation ist ja... Aber Identifikation... Also, aber wenn wir es jetzt schauen mit Ambri, oder? Ja, Ambri, aber sind wir immer ehrlich, Ambri ist auch ein bisschen ein heisses Spiel. Was man einfach sagt, man nimmt eher eigene, weil im Sinn haben wir gar nicht viele gute eigene. Oder? Ich finde, ich persönlich als Sportchef würde sagen, ich will einfach den bestmöglichen Spieler, aber woher, was der kommt, ist mir doch egal. Wenn zwei gleich gut sind, kann man immer noch sagen, okay. Aber ich finde, es ist falsch und irgendwo unfair. Oder wenn man sagt, ja, wir nehmen den, weil das ist ein eigener. Also ich finde, da müssen wir auch ein bisschen competitive Alter an, ich das Gefühl. Ja, aber also, da hast du wirklich nicht viel Ahnung. Also du hast schon nie mit einem Club geschafft. Ich meine, sicher ist das wichtig, dass du kannst eigen integrieren kannst. Dann auch wieder, das geht dir dann weiter an mit Sponsoring etc. Ich sage, du musst wahrscheinlich früher einfach noch besser können arbeiten, dass du dich anzüchten kannst. Nicht, dass ein eigenes Freibillett hat. Das glaube ich überhaupt nicht. Aber für einen kleinen Club, Die Integration von eigenen Spielern, vom Umfeld, von kleinen Sponsoren, von Handwerkern, das ist extrem wichtig. Aber Rappi kein einziger. Ja, aber aber es ist ja dann viel, viel mühsamer, auch budgettechnisch, wenn du einen Auswärtigen musst holen, als wenn du einen eigenen aufnimmst. Ja, darum sage ich jetzt in Rappi, ist es enorm wichtig, dass man endlich das geschafft hat mit dieser U20-Elite, wo du jetzt etwas aufbauen kann. Darum haben wir vorher gesagt, Aschewa ist meilenweit weg und in Langnau und in Ambri sind es jetzt auch U17-Elite. Aber einfach sagen, als Sportchef, für mich interessiert das nicht, das ist völlig die falsche Einstellung. Nein, da kann ich darum nicht interessieren. Aber ich sage, es ist ein schmaler Grat, um dann zu sagen, ja, ich nehme einfach die eigenen. Wenn du einfach keinen hast, dann hast du einfach keinen. Aber es gibt dann gleich Beispiele wie jetzt das Jahr Rapperswil, wo es einfach funktioniert. Oder? Logisch hast du am liebsten intern. Wieder eigene wird haben, Logo. Weil sie jetzt Erfolg haben und vielleicht so diesen Umweg so 100%. Aber muss man in die Jungen investieren? Logo. Ja. Aber ich finde, dort habe ich einfach das Gefühl, haben wir immer noch Potenzial, viel Potenzial. Auch Sachen jetzt mit den Bussen zum Beispiel, die genau dort hineinspielen. Die Bussen sind erhöht worden, wenn man es vergleicht vor ein paar Jahren. Aber sie sind immer noch zu wenig hoch. Ja.
die müssten höher sein. Und das Geld, finde ich, dem müssen wir einen grossen Teil abzwacken und bei den Jungen reinbuttern. Oder? Weil, wenn man einfach grundsätzlich das Budget erhöht, sind wir ehrlich, dann geht es, wie der Thomas gesagt hat, den grossen Teil, die einfach die erste Mannschaft, die Löhne und weiss ich was und die Coaches und alles. Aber bei den Jungen geht es nicht an. Aber wenn man fix will sagen, hey, Prozentsatz XY geht einfach zu den Jungen runter, mhm, ohne Diskussion, dann könnte man schon einiges rausholen. Das ist auch ein Vorschlag, der nicht neu ist, definitiv. Ja. Jetzt sind wir noch tiefer drin in der Diskussion. Aber man kann da in diverse Wege abbiegen in dieser Diskussion. Dino, noch mal schnell. Wenn du jetzt gerade auch die Diskussion von der Kaderplanung von so einem Dorfclub mitkriegst, von diesen beiden, was ist so ein bisschen deine Meinung? Du bist schon jahrelang unterwegs im Eishockey-Business. Ja gut, ich möchte dem Sven schon recht geben. Also ich glaube, von den Fans, wenn die Mannschaft Erfolg hat, ist das nicht die erste Frage, die man stellt, woher die Spieler kommen, sondern eben, wie erfolgreich sind sie. Ich finde, das ist ein Stilmittel, das man brauchen kann, wenn man keinen Erfolg hat. Dann ist der Fan ein bisschen persönlicher, wenn man sagen kann, ja gut, wir spielen dafür mit eigenen Jungen zum Beispiel. Das wird meiner Meinung nach auch viel zu wenig gemacht. Aber grundsätzlich, ja, wenn du keine eigenen Jungen hast, jetzt wäre Rapperswil zum Beispiel, die haben eine schwere Zeit gehabt, sind abgestiegen, wieder aufgestiegen. Das Rad musst du zuerst wieder mal zum Laufen bringen und dann hast du auch die Sogwirkung wieder. Oder? Vorher geht das nicht. Andere Clubs haben Nachwuchsarbeit einfach vernachlässigt, wie der SCB zum Beispiel über Jahre. Dann hast du gegen Pol Zürich, wo eine riesige Nachwuchsbewegung hat, aber praktisch nichts einbaut von dem, weil es andere Interessen verfolgen. Also ich glaube, die Philosophien sind so verschieden, man kann da gar keine klare Linien erkennen. Also das hängt auch ein bisschen davon ab, eben, wie gross ist die Bewegung überhaupt? Hat man genug Junge? Also wenn man Langnau anschaut zum Beispiel, die werden nicht ein endloses Reservat zur Verfügung haben, dann haben sie vielleicht auch noch ab und andere nach Bern dann einmal, wenn Bern die Nachwuchsakademie aufbaut. Mhm. Bei anderen ist es vielleicht etwas anderes. Dort hast du ein Gefäß Tessin, das auch nicht so einfach ist für Junge, zu anders hingehen. Aber grundsätzlich finde ich die Idee gut. Was mich ein bisschen stört in der Schweiz, ist, dass man junge Leute eigentlich zu lange wartet, um die einzusetzen. Also wenn bei uns ein 21-Jähriger spielt, ist das eine absolute Sensation. Dann heisst es, das ist ein Junge. In anderen Ländern sind 17-, 18-Jährige so weit, dass als junge Eltern noch eingesetzt werden. Oder da wartet man vielleicht einfach zu lange. Oder geht zu wenig Risiken ein, weil man sich gegen alles absichern will. Ja, das ist eben auch die Diskussion, die auch nochmal abendfüllend wäre, wie viele Junge setzt man ein, bis wann ist man noch jung. Eine Diskussion. Vielleicht noch schnell ein anderes, das wir reinbringen können. Wir haben es vorher kurz noch angesprochen, Stadion. In Zeiten, wo man sagt, auch die National League, auch die Eishockey in der Schweiz geht mehr in Form von einem Event über die Bühne. Es geht dann mehr vielleicht auch noch ein bisschen um den Eventcharakter, auch wenn man es teilweise dann eben vielleicht nicht so wahrhaben will. Und wir Alten oder ihr älteren Hockey-Romantiker, das dann vielleicht doch nicht so abfeiern. Aber wir sind im Jahr 2022. Es gibt neue Möglichkeiten. Ich nehme jetzt auch noch Gastro rein und das Zeug und Sachen. Wie wichtig ist das? Und wie sehen ihr die Clubs? Kommen sie dem gerecht? Werden sie dem gerecht? Kommen sie da hinten noch? Also jetzt speziell nochmal auf Ambrin und auf Langnau bezogen, ja. Meinst du, die Clubs? Ja, also da müssen wir ja, wir haben über die drei geredet. Aschowa definitiv sicher nicht für den Moment. Sei das ganze Gastronomie, Hospitality, Sponsoring, Möglichkeiten. Den Nachwuchs nehmen wir auch noch drin rein, der ist sicher auch noch lange nicht ready. Und die anderen zwei Clubs, glaube ich schon, also eben, wie ich vorhin gesagt habe, ist extrem wichtig für Ambrin das neue Stadion, wo zusätzliche Möglichkeiten gibt. Super, dass man schon immer extrem viele Zuschauer hat, die eben nicht der Röhre sind. Aber halt auch einfach wieder investieren müssen, oder? Genau, wieder müssen investieren. Und ich glaube, dort müssen sich die kleinen Clubs schon auch ein bisschen Ziel setzen. Wie es zum Beispiel, vielleicht nicht ganz so extrem, aber wie es der EV Zug hat können machen, oder? Wir haben viel Kontakt mit Leuten aus der Region Zug und die sagen mir, eigentlich bin ich gar nicht gross Hockey interessiert, aber du musst beim EVZ irgendwo in einer Lounge oder am Spiel musst einfach dabei sein, weil es gibt dann dort daraus vielleicht noch ein Business. Mhm. Und wenn das zum Beispiel eben auch in Ambri kannst machen, ich glaube, dann profitierst du am Schluss einfach. Und das ist wichtig. Und in Langnau kann ich wirklich zu wenig beurteilen, aber die sind ja so gastronomiemässig sind sie eigentlich auch nicht so schlecht.
unterwegs und haben ja zum Glück das Stadion auch dort mal können umbauen. Also ich glaube schon, je länger, je mehr ist ganz ein wichtiger Teil. Mhm. Aber nicht nur für die kleinen Clubs, auch für die grossen. Also eben auch in Langnau wird investiert, jetzt weniger vielleicht wegen Wind und Gastronomie, weiß ich was, aber eine Trainingshalle beispielsweise. Ja. Ja, auf jeden Fall. Wobei auch dort wird investiert und das sind schon mal eigentlich auch gute Zeichen. Und trotzdem, es ist happig, es ist schwierig. Sven, wenn wir so ein bisschen langsam Richtung Abschluss kommen, wenn du in Zukunft schaust, wenn es dann auch wieder Abstieg gibt, wird es immer wieder mal so Dorfclubs haben in der National League, aber es wird dann auch mal weniger geben. Ich persönlich habe das Gefühl, es wird sich je länger, je mehr einfach richtig Business entwickeln, oder? Wie es halt in der NHL auch ist, was einfach, du musst ein gewisses Package bringen, in Form von einem Stadion, in Form von einem Budget, das du sonst zur Verfügung hast. Ich glaube einfach, es ist ein ruhiger Arbeiten für alle Angestellten, die dann dort sind, oder? Für jeden Spieler, der dort ist. Und auch, es macht einfach auch langfristig viel mehr Sinn, wenn du etwas auf guten Beinen aufbaust, anstatt einfach eine Hauruck-Aktion macht, die dann plötzlich wieder völlig auseinandergeht und dann bist du plötzlich wieder in der MySports League. Und ich glaube, dort müssen wir zum Teil die Leute ein bisschen von sich selber vielleicht schützen, oder? Weil es gibt immer wieder verrückte, gute Leute, super Typen darunter, die das pushen, oder? Aber vielleicht mehr aus Eigenwillen, wie wenn man ein bisschen weiterdenkt, oder? Wo dann die Rechnung halt einfach in den seltensten Fällen wirklich aufgeht. Weil am Ende des Tages, wenn du willst, es aufgehen ist lässig, oder? Aber wenn du oben nachher nur auf die Klappe bekommst, und ich meine, jetzt, was haben wir gesehen? 20 Niederlagen hintereinander, Anjoua, dann ist dann plötzlich nicht mehr so lässig, oder? Dann kommen vielleicht dann auch die Leute nicht mehr so. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, das ist auf die Länge wahrscheinlich suboptimal. Dino, dein Abschluss noch schnell, wenn du in die Zukunft schaust. Ja, in welche Richtung geht es? Was hast du das Gefühl? Es wird, die Infrastruktur ist ganz sicher elementar und da hat man in der Schweiz eigentlich fantastische Verhältnisse. Wenn man schaut, Freiburg, das Stadion, das die gebaut haben oder der Umbau, was gemacht haben. Und wenn man schaut, ist eigentlich Bern fast schon am schlechtesten dran, obwohl sie die grösste Halle haben. Aber das war 2009, glaube ich, noch das WM-Stadion gewesen. Und mittlerweile zweifelt man da ein bisschen, ob das noch zeitgemäß ist oder wenn man einfach ganz anders tickt. Oder? Man will nicht mehr früher, man will es bequem haben, man will die Leute können verwöhnen, man will sie irgendwie können etwas bieten. Und dort sind eigentlich die kleinen Clubs, die wir jetzt in der National League haben, sind das Paradebeispiel. Oder? Ambri, Langnau, die haben wunderbare Stadien gekriegt. Aschua hat eigentlich auch ein Stadion, wo man sagen muss, das passt von der Größe her, vom Komfort. Aber ich finde grundsätzlich einfach, die Liga ist zu gross. Das hat dann wieder mit etwas anderem zu tun. Und wenn man da an Abstieg denkt, zum Beispiel, dass man in der Vergangenheit ein Szenario erstellt hat, wo ein A-Club fast nicht mehr absteigen kann, außer man macht komplett alles falsch. Und gleichzeitig bedeutet das für einen B-Club, man kann fast nicht mehr aufsteigen. Also meiner Meinung nach müsste man im Sinne vom grossen Ganzen zwei Zehner-Ligen haben und mehr Durchlässigkeit, dass man eben auch garantieren kann, dass man in der National League genug Qualität hat, wo dann auch die Nazi wieder davon profitieren können. Aber das ist dann, glaube ich, wieder abendfüllend für ein anderes Mal. Ja, das machen wir dann auch mal noch. Wir haben da Zeit immer wieder im Backcheck-Talk. Danke vielmals, Dino. Sehr interessant gewesen. Ein interessantes Thema auch. Danke vielmals für die Einladung. Ich wünsche dir noch eine gute Saison. Man sieht sich. Danke, Dino. Danke, gleichfalls. Ciao, Dino. Ciao, Dino. Das war Dino Kessler vom Blick, der sich live eingeschaltet hat. Ja, wie gesagt, sehr eine interessante Diskussion. Zwei Zehnerliga und das. Wirklich interessant. Da könnt ihr auch stundenlang mit euch diskutieren. Auch ihr hättet da wahrscheinlich Meinungen. Jetzt ist es so. Und wir gehen weiter und beobachten weiter, wie sich auch die Dorfclubs metzgen. Der eine von diesen Dorfclubs, der hat ja immer noch die Chance, um in Pre-Playoffs reinzukommen mit Ambri. Ich hoffe, wir sind auch morgen wieder mit dabei. Zweitletzte Runde in der National League. Und dann schauen wir gespannt, wer eben noch weitergeht in diesen Playoffs. Machen Sie gut, schönen Abend. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke euch zwei. Danke auch. Dir, ja. Ciao miteinander.